So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal live hier von Spanien, Andalusien in Tabernacke heißt. Und ja, ich bin gerade am Reiten, wie ihr seht, und es macht richtig Spaß. Hier ist eine beste Kulisse und ich hoffe, ihr versteht mich. Es wird ein bisschen, aber ja, okay, danke und dann lassen wir gleich los. Hier ist das Gebäude. Was denkt ihr, wie lange es geht, bis da kein Stein mehr auf dem anderen ist? Ja, geht schon noch ein Weilchen. Aber schon einiges ist zusammengefallen. Schon interessant. Hä? Die dürfen hier sicher nicht mehr bauen, weil da eben das Flussbett ist, da unten. Könnte mal viel Wasser kommen. Aber das Haus ist schon interessant. Hä? Balkon, Veranda. Tja, ich denke, da wohnt seit 40 Jahren niemand mehr. War mal ein Bauernhof oder so. Was man in so Hütten alles findet, das Paradies für Hunde. Aber die Knochen sind wohl zu alt, um interessant zu sein. Ich fahre wieder mal im Flussbett und hier wimmelt es von Hasen, hey, ich sag's euch. Oder Kanikel. Es ist Wahnsinn, da hat so viele. Überall Gräben. Ja, die vermehren sich wie die Fliegen. Oh. Schlucht. Leider entzogen sie da die Reifen und sonstige Flüssigkeit. Wahnsinn. Da ist eine LKW-Werkstatt. So, jetzt bin ich noch einmal rundum gefahren. Jetzt laufen wir mal zu diesem Loch. Hey, da ist einfach mitten in der Erde ein Loch. Da muss ja das Wasser irgendwo hinfließen. Uiuiui. Ja, Wasser. Ist ein bisschen übertrieben. Ich denke, die ganzen Abwässer gehen da rein und versickern von dieser LKW-Firma und vielleicht noch auch von anderen Häusern. So ist das leider. Oh je. Haben sie da vielleicht mal Kies geholt? Ich weiß nicht, ist eine Grube? Keine Ahnung. Jetzt ist es eine Mülldeponie. So, diesmal sind wir auf die andere Seite unterwegs. Ein altes Viadukt, nein, wie sagt man? Brücke, eine alte Brücke. Oben ist die Straße. Noch eine, super. Sind wir im Dorf Tabernas oder Stadt, ich weiß es nicht. Einfach mal quer durchfahren. Da oben ist eine Burg, ihr seht es vielleicht. Vielleicht auch nicht, dann lasst ihr es. Das ist mal ein geiles Gässlein. Also hier braucht man ein kleines Auto. So, hier ist glaube ich ein bisschen Zentrum. So, die zwei laufen auf dem Gehsteig, wie es gehört für Hunde.
So, hier findet das Leben statt. So, wir sind hier in Eisenwarenladen. Die Hunde, oh, ist das schön. Die Hunde warten draußen. Ach, ist das geil, ich liebe es. So zwischen die Häuser einfach mal kleine Straßen durch. So, jetzt suchen wir eine Ranch. Hui, das geht dann steil ab. Die soll irgendwo da unten sein. Ja, Wahnsinn. Straßenunterführung. Da komme ich mit meinem nicht durch. Nee, muss ich auch nicht. Oh, geile Kulisse. Da hat so viel Lost Places. Ja, kein Wunder, haben sie hier Westen gedreht. Weil es wirklich so aussieht. Aha. Da ist unsere Ranch. Wir wollen reiten morgen. So geil, wir sind jetzt unten im Flussbett. Da, was eigentlich nie Wasser hat. Schön in der Natur. Morgen geht's zum Reiten. So eine geile Landschaft. Hä? Ich frage mich gerade, wenn das Salz ist, wie das hierher kommt. Speziell, vielleicht weiß es jemand für euch. Oder es ist kein Salz. Irgendwas anderes. Also des Rätsels Lösung, es ist Salz, weil hier Grundwasser ist. Grundwasser ist versalzt und da drückt es hoch. Deswegen. Tja. Das ist eine geile Gegend. Ey. Da kann ich echt Westen drehen. Oh, da geht auch eine Piste hoch, aber gesperrt. Ui, 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 ui. Guckt euch das an. Herrlich. Könntest du mal das CO2-freie Holz holen? Klimaneutrales Holz brauchen wir, das kein CO2 verursacht. Okay. The ground. The ground. Yeah. No. Very recent burial plant. No, the ground. No.
Diese Goldmine habe ich gekauft. Die Schürfrechte, die ist jetzt mir. Ich hoffe, ich finde ein Nugget. So, fertig geritten. Wunderschöne Landschaft. Und jetzt habe ich da einen Stollen entdeckt. Jetzt gucke ich da mal rein, was das ist. Ja. Ja, so geil, ne? Da ist fertig. Zubetoniert. Nein, das ist der Originalstein. Das gemacht. Hier ein Lüftungsschacht. So geil. Hier bröckelt die Erde. So, jetzt gehe ich wieder raus, bevor das Ding zusammenfällt. Drüben hat es übrigens eine Burg. Und überall so Lost Place Häuser. Schöne Gegend. Die Gegend ist voller Lost Places. Hey. Ganz viele verlassene Häuser. Angie, hoi! Mal ein Torbogen. Hier auch. Das sind mal Katzen, die stellen sich. Und meine Hunde hauen ab. So, wir fahren wieder weiter. Mal gucken, wohin. Dann Platz finden wieder in der Nähe auf jeden Fall. So, ich bin auf ein paar Franzosen getroffen, die sind da stecken geblieben. Ein bisschen zu viel hinten probiert, jetzt sind sie so tief, sollte man auf keinen Fall machen, aufhören. Und jetzt ziehe ich die raus da. Ja, er hätte eigentlich filmen sollen, aber es hat nicht geklappt, hat es nicht aufgenommen. Egal, ich habe ihn da rausgezogen mit meinem Stretch-Seil und die sind jetzt, glaube ich, happy. Und die vier Hunde verstehen sich auch bestens. Meine sind natürlich immer die Bosse. So, ihr seht hier ein gutes Beispiel, wenn man probiert und probiert und es geht nicht. Macht man es nur schlimmer, das ist ja fast einen halben Meter tief. So, jetzt fahren wir einfach mal da in die Schlucht rein, gucken wie weit wir kommen. Ja, einfach schön diese Schlucht, denn es ist fantastisch. Aber nur solange kein Wasser kommt. So, jetzt sind wir einfach mal hochgefahren, eine Piste, keine Ahnung, wo die hinführt. Auch wieder mal aus dem Tal. Zum Desert Stars.
Schon interessant, was man da irgendwo abgelegen findet. Ja, ein paar Aussteiger, die da ihr Heim aufgerichtet haben. Dahinter noch eins. Schon speziell, die sind schon länger da. Wenn man da so sieht, was da alles rumliegt. Nur wenn es da pisst, hey, dann ist eine Katastrophe. Oh, da ist auch ein Wachhund. Der passt schön auf. Da hinten ist noch eins. Am Hang. Da hinten ist noch ein Auto. Und das sind Engländer. So, jetzt bin ich da auf den Hügel. Da oben hat es flaches Land. Oh, ein Fuchs. Ein Fuchs, so geil. Also, da leben Füchse. Und tschüss. Ja. Da unten stehe ich noch. Also, hier oben, schöner Platz. Schöner Ofen. So, da unten steht noch ein LKW, wir fahren wieder runter. Sehr steil, alles mit der Motorbremse. Die wirkt gut. Sieht aus wie Schnee, sieht aus wie Winter, aber es ist 15 Grad draußen. Es ist Salz. Das sieht geil aus, ne? Felsen. Solange kein Stein runterkommt, ist alles gut. Also, weg hier. Hier hat es nicht in Ruhe gelassen. Da bin ich jetzt durchgefahren, fast ein bisschen Dschungel. Jetzt habe ich endlich einen Platz gefunden zum Wenden. Das ist hier, ich habe schon gewendet, aber jetzt frage, ob ich hier hochkomme. Ziemlich steil. Ich laufe das zuerst ab und wenn es sicher ist, fahre ich hier hoch. So, hier oben. Von da bin ich gekommen durch dieses enge Zeug, ein paar Kratzer wieder eingeholt, da unten stehe ich. Möglich ist es, es gibt aber eine enge Stelle. Ja, meine Vernunft hat gesagt, dreh lieber um, es ist zu gefährlich, weil links ist das weich, wenn er da absackt, ist vorbei. Rechts habe ich zwar eine Steinbrücke gebaut, aber wenn die absackt, ist auch vorbei und dann bin ich ganz im steilen Hang und das riskiere ich nicht. Also man muss seine Grenzen kennen und das war sie jetzt. Jetzt holen wir halt noch ein paar Kratzer. Aber lieber Kratzer, das gehört dazu.
gehört, als da stecken zu bleiben, oben ist der Felsen, das weiß man nie. So, da oben hat es einen Ast, ihr seht es, aber ich passe unten durch, das sieht man jetzt hier. Jetzt leuchtet die Öllampe, die orange, das heißt Ölstand. Ich weiß nicht, ist das Öl nach hinten gelaufen, hat das jetzt verbrannt. Also da nach hinten ist schon lange keine mehr gefahren. Für den Jeep ist das machbar. Es gab vor mir einen hoch, aber für mich viel zu gefährlich. Also, man muss die Grenzen kennen, wie immer. So, das Schlimme haben wir geschafft und jetzt heute fertig mit Abenteuer-Erkunden, jetzt stelle ich mich hin und dann, jetzt ist es sowieso dunkel. Oh Mann, ey, was ich da immer wieder mache. Die Franzosen, nach einer Stunde etwa, stehen immer noch da. Meine Hunde sind draußen, die müssen laufen. Ah, die haben einen neuen Platz gefunden. So, die Franzosen haben mir noch ein Bier gegeben. Ich trinke zwar nicht allzu oft Bier, aber wer weiß, vielleicht nehme ich es jetzt. Ein San Miguel Bier, super. Hunde treffen. So, jetzt schauen wir uns so eine Texas Hollywood Stadt an. Hier in der Wüste. Jawohl, ich war genau vor 2 Jahren hier. Nein, 3 oder 4 Jahren war ich schon mal hier. Es kostet ziemlich viel Eintritt. Ja, das war Bravo. Das ist die Piste, wo ich gestern rauf wollte. Es ist extrem steil und da links zwischen den Büschen sind wir gekommen. Ich meine, da wäre kein Problem gewesen, aber die enge Stelle ist zu gefährlich. Ja, jetzt gehen wir da mit dem Rad runter. So, jetzt fahren wir mit dem Bike runter. Und hier war eben die enge Stelle, das ist zu gefährlich. So, jetzt sind wir in Tabernas auf der Rückseite diesmal. Nancy! Nancy! Komm! Ja. So sieht das aus da. So, es war's wieder von mir, fast live aus Texas. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, da dieses Western, diese Täler, diese Schluchten, wunderbar. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Daumen hoch wie immer und tschüss.